Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Ghouls Cool. So schlimm kann Schule sein, oder so ähnlich ist der Untertitel. Versuch mal das zu überleben. Ich habe heute eigentlich so richtig Bock auf NES-Zocken, wirklich, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Titel ist. Ich kenne ihn nicht, wie so oft, keine Ahnung, worum es da geht. Ist es ein Lizenztitel von irgendeinem Film oder? Keinen Schimmer. Aber schauen wir mal rein, was sich da tut. Hier weht eine amerikanische Flagge, hier ziehen wir das Logo vom Spiel und wir starten schon. 5 Leben haben wir, okay. Und wir haben ein Schwert. Können uns nicht ducken, können nicht draufschauen. Wir können ziemlich schlecht springen. Start ist... Ich kann mir verschiedene Schuhe auswählen, oder was? Waffe und Schuhe. Okay. Schuhe scheinen wichtig zu sein. Ist da vielleicht ein Sponsor dahinter? Nike oder so? Nur Spaß. Dass man mich nicht ducken kann, das macht mich irgendwie ein bisschen fertig. Okay, ich kann nach links und nach rechts gehen. Also es ist kein straightforward. Was ist denn das für einer? Der schaut irgendwie nicht so gemütlich aus. Den hau ich doch einen voll ins Auge. Sondern intelligent scheint er auch nicht zu sein. Warte einfach, bis er herkommt und dann kriegt er einen aufs Auge. Wurf, kriegst einen aufs Auge. Kriegst noch einen aufs Auge und das war's. Okay. Da kann ich reinschauen. Okay. Da kann ich mich verstecken. Okay. Okay, vielleicht wird er später noch wichtig verstecken. Schauen wir mal. Da ist eine Tür, kann ich da reingehen? Ja, da kann ich reingehen. Okay, das ist gar kein Beat'em'up oder so, das ist ein bisschen Adventure, oder? Schauen wir mal. Oder ist es vielleicht sogar ein Roguelike? Ah, was rede ich da? Ich meine, Metroidvania. Ist das so ein Metroidvania-Ding? Die amerikanische Flagge ist in diesem Spiel extrem präsent. Wieso? Also wenn irgendwas über dieses... bisschen 3D hier, der Fernseher, wie der Fernseher da oben steht. Kann ich den aufforschen, den Fernseher? Nein. Hier ist ein Raum, in dem ich so rein überhaupt nichts machen kann. Toll. Da haben sich die Spieleentwickler was überlegt. Oder ich check's noch einfach nicht. Kann natürlich auch sein. Möchte ich jetzt nicht sagen, dass es da nicht vielleicht doch noch einen Grund gibt für diesen Raum. Aber... So, da. Bringt das, dass ich das alles durchsuche? Da ist dieser einer von diesen hochintelligenten KI-Gegnern. So, da. Der hüpft jetzt da schön brav auf und ab und wartet jetzt einfach, bis er von mir eins auf die Schnauze kriegt. Puff. Einfach auf die Schnauze, noch einmal. Und es flimmert ohne Ende. Super. Gehen wir weiter. Da ist noch so einer. Ui, der kann schon ein bisschen mehr. Der kann hüpfen und nach vorne zurückgehen. Das ist eine richtige Herausforderung jetzt schon. Warten, bis der kommt und geben ein bisschen was auf sein tolles Auge. Auch die Abwechslung dieser Gegner ist eigentlich null. Wieder der gleiche Gegner zum dritten Mal hintereinander. So, da schauen wir da rein. Vielleicht gibt es da was Tolles. Da ist mal ein anderer Gegner. Wie kann ich dich fertig machen? Kannst du nicht einfach mal sterben? Ja, kann er sterben, gut. Mit ziemlich viel Energie kostet, aber der Gegner kann schießen mit dem Kopf, aber ich kann mich nicht ducken. Und drüber springen kann ich über den Kopf auch nicht. Ja. Oder ich glaube nicht, dass man drüber springen kann. Hat mir jetzt nicht so ausgesehen. Es kommt jetzt noch ein Gegner. Ist da ein Apfel? Apfel. Gut. Ghouls Cool. Wie spricht man das aus? Ghouls Cool? Ja, wenn ihr eine richtige Aussprache wollt, müsst ihr den Linguisten-Podcast hören. Hier gibt es nur schlechte Aussprache. Schauen wir mal rauf da. Okay. Ist ja ganz nett animiert eigentlich. Ich kann natürlich nicht zerhauen, weil...
Ah, da haut es mich gleich die Stiegen runter. Ich komme nicht dran an die Fledermaus. Wurscht. Das ist ja wirklich. Also, die Steuerung ist wirklich miserabelst. Ich finde die Pixelgrafik gar nicht mehr so übel, muss ich sagen. Die ist eigentlich erträglich. Die ist okay. Aha, da ist schon wieder der da. Ein Auge. So, der ein Auge ist tot. Was wäre gewesen, wenn ich in die andere Richtung gegangen wäre? Das stelle ich mir, die Frage stelle ich mir natürlich. Vielleicht schaue ich das dann noch nach. Ich glaube, ich habe noch kein Leben verloren, kein ganzes. Das ist wieder einer von diesen super gehirnlosen Gegnern. Hat mich trotzdem erwischt einmal, super. Toll, dass ich mich verstecken kann. Die haben die Mechanik Verstecken eingebaut, aber sie nutzen sie halt nicht. Vielleicht kommt das noch später, aber hier nutzen sie es halt mal nicht. So, da. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind die dümmsten Gegner, die ich je gesehen habe. Also wenn ich das Script selbst programmieren müsste, brauche ich wahrscheinlich eine Minute. Gegner hüpft rauf und runter. Egal, ob was da ist oder was nicht. Okay. Ist das vielleicht dieses so ein typisches Kein-Budget-Game? Weil die Steuerung würde ja gar nicht mehr so schlecht funktionieren. Links, rechts gehen, warum man sich nicht ducken kann, verstehe ich nicht, warum sie sich auf diese Mechanik verzichten. Schuhe habe ich immer noch keine andere gefunden, Waffe auch nicht. Und das, obwohl ich jetzt schon 6 Minuten hier herumirre, da ist schon wieder der Gegner da, den haben wir schon gesehen. Das ist der, der laufen und schiffen kann. So, dann kommen wir da. Und tschüss. Nochmal ein so einer. So, da und auf die Schnauze. Die Schnauze. Die Schnauze. Komm her. Komm. So. So, schauen wir mal, was da drinnen ist. Da ist zu. Da kann ich nicht rein. Okay. Vielleicht nur für Damen ist die Toilette. So. Ja, also ich glaube so, dass denen vielleicht das Budget gefehlt hat. Grafiker wurde bezahlt. Engine läuft, Steuerung läuft und für die Gegner KI kein Geld mehr da. Sorry. So, da. Der hüpft ein bisschen anders. Der hüpft, geht vor, hüpft, geht zurück. Okay. Das ist Gegner KI Skript Nummer 4. Na komm schon. Das aus. Okay. Es sieht aus wie ich habe überall reingeschaut und es geht hier nicht mehr weiter. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt heute. Hätte ich da irgendwo was finden können, da in diesen Kästen da? Ich glaube nicht, oder? Ich schaue jetzt mal überall rein, aber ich glaube, das bringt nichts. Ja, gestern habe ich ja Ghost & Goblins gezockt, das war ein richtig gutes Spiel eigentlich. Hat so seine Macken, das mit den Waffen und so, aber das mit den Waffen nicht immer behält, das ist, also es hat seine Fehler, Ghost & Goblins, aber im Gegensatz zu dem, da wirkt das ja wie ein Ferrari. Das ist ja wirklich ein Jammer. Na, da ist nichts drin in diesen, die Spinde, die kann man sich sparen. Aber da hinten hätte ich doch noch runtergehen können, vielleicht hätte ich da hinten noch runtergehen können. Aber das Ding merkt sich wenigstens, dass ich die Gegner schon besiegt habe. Es kommen keine weiteren Gegner mehr. Immerhin. Ob das jetzt gut ist, sei auch jetzt dahingestellt, aber. So, da. Ich glaube immer noch nicht, dass es keine Mechanik hat. Dass man sich da verstecken kann. Grundlos. Das will ich einfach nicht wahrhaben. So, da. Gehen wir da. Na, runter. Runter gehen. Ja, geh runter. Ah, der Fledermaus. Vor allem, warum, ja, es gibt, das fällt mir jetzt erst auf, es gibt keine Animation fürs Hüpfen, oder?
Es schaut jedoch genauso. Er nimmt nur die Beine zusammen Animation, wenn ich hüpfe. Leute, deswegen schaut das so hölzern aus. Naja. Ich glaube, die haben zu wenig Geld gehabt. Nochmal, ich glaube, die haben einfach zu wenig Geld gehabt. Ich glaube, die wollten da was Cooles machen. Ah, da ist schon wieder so einer. Einer fest drauf. Da kann ich den einfach weiter weg. Einfach so. Geht das, wenn nur der Kopf kommt und... Komm schon. Na? Na, das geht nicht. Das bringt nichts. Ah, das bringt nichts. Drauf. Mach dich alle hier. Nein! Geh weg! Stirb doch einfach! Nein, das sollst du nicht drauf gehen. Ich wollte einfach nur sterben! So. Gut. Na, da ist noch einer! Was, ich kann nichts machen. Was soll ich tun? Außer. Das ist eigentlich wirklich mies. Ich hüpfe über dich drüber. Tschüss. Junge. Das hilft mich nicht. Da holen wir einen Apfel. Gibt es eh nichts zum Holen hier. Nichts. Wieso gehe ich hier rein? Hier gibt es nichts. Aus einer amerikanischen Flagge. Hilft mir halt leider auch nicht weiter bei meinen Laden hier. So. Tschüss. Gegen droppen ja auch nichts. Wenn die Gegner was droppen würden. Also ich wollte da eigentlich nach rechts gehen, ich Blödel. So, da war ich schon drinnen. Da war nichts außer Gegner und Apfel. So, was ist da? Was ist er für einer? Er tötet mich. Okay, er tötet mich. Gekommen. Es gibt nichts hier. Es ist schon wieder ein Raum, wo es nichts gibt. Ich würde es echt gern verstehen. Jetzt spiele ich schon 10 Minuten. Ich könnte eigentlich schon aufhören. Ich spiele schon 12 Minuten. Aber ich würde es einfach gern verstehen. Was soll ich hier tun? Wann kriege ich endlich bessere Schuhe oder eine andere Waffe? Es gibt ja anscheinend andere Waffen. Wieso kriege ich die nicht? Also nach 12 Minuten muss doch irgendein Spielfortschritt da sein. Gibt mir doch irgendwas, Leute. Es ist... Schon wieder eine Wegtrainer und ich gehe runter. Runter war bis jetzt immer besser. Und die Grafik ist Sackgasse. Ohne irgendwas. Gibt es da Geheimweg oder irgendwas? Na. Ich würde es wirklich gern verstehen, was das soll. Es ist einfach unfertig, das Spiel, meiner Meinung nach. Es ist einfach nicht fertig. Es hätten die bei 50% aufgehört, das Spiel zu programmieren. Das genauso fühlt sich für mich an. Oder? Warum platziert man diesen Gegner genau dort? Es ist doch einfach dumm, eine Idee, den Gegner dort zu platzieren. Wenn das dann Probleme gibt für den Spieler. Das ist ja kein schönes Kampferlebnis, das ist einfach nur dumm. Da ist wieder KI-Skript Nummer 1. Da. KI-Skript Nummer 2, vor und zurückgehen. Oh Mann. Wenn das ein Game Jam Spiel wäre, würde ich sagen, ja okay, das Team hat einfach nicht genug Zeit gehabt. Sie hätten sich weniger auf die Grafik konzentrieren sollen und mehr auf das Gameplay. Weil die Grafik ist eh schon auch nur rudimentär. Eigentlich ist es richtig mies. Also je mehr ich drüber nachdenke, umso schlechter finde ich es. Ja, manchmal muss man ein Spiel länger spielen als 10 Minuten, um festzustellen, dass es wirklich mies ist. So, das ist KI-Skript mit Nummer 2. War das wieder mal. So, da ist wieder ein Endgegner. Ah, der kann Arme schießen. Wir sterben. Sehr gut, wir sterben gegangen. Da kommt noch einer, welcher? Die Melodie. Und das ist alles, was ich kriege, ist ein Apfel. Wieso?
Ich verstehe es nicht. Das, was eigentlich wirklich spooky ist, ist das Game Design. Was zum Geier ist ihnen eingefallen? Sackgasse. Ich spiele es noch. Ich will's wirklich verstehen, was das soll. Was soll das? Hätte ich am Anfang einfach nur nach links gehen müssen. Wäre das die Lösung gewesen? Ich resette das noch und gehe am Anfang nach links. So, das mache ich noch. Ich will es einfach nicht glauben. Das kann man doch nicht verkaufen. Für Geld. Und da jammern die Leute heute über Early Access Titel. Stellt euch vor, ihr kauft euch sowas zum Vollpreis. Na komm schon, stirb. Es ist in der anderen Seite genau ident eigentlich. Er kriegt jetzt irgendwo was Cooles. Auf die Schnauze, fester drauf. Einmal noch, ich bin auch gleich hin. Genau, gleichzeitig gestorben. Okay. Aber er hat sich gemerkt, dass er tot ist. Nächstes was. Und jetzt krieg ich den Apfel. Nein, wieso? Was soll das? Ich versteh's nicht. Was ist das? Das ist doch kein. Das geht doch nicht das Spiel durch. Aha, was. Ui, was ist da los? Das schaut gefährlich aus. Warte. Instant Tod, hey, was geht da? So, ne? Muss ich sehr aufpassen hier. Das. Da kann man anscheinend nicht vorbei. Oder? Ich hab da. Es hat auch keine Lebensanzeige, das Ding. Nein, es hat auch keine Lebensanzeige. Ich glaube, das ist. Oder? War jetzt zum Schluss eine Lebensanzeige da? Ich weiß es nicht. Ja, es hat eine Lebensanzeige. Aber ich kann nichts abziehen mit meinem Stockel. Okay, dann müsste ich hier irgendwo eine Waffe finden, aber ich war eigentlich schon überall. Kann ich mich da durchsnicken irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Game over. Okay, das war's auch für mich jetzt. Ich meine, man spielt es 18 Minuten. Ich habe es jetzt 18 Minuten gespielt, ohne irgendeinen Fortschritt zu erzielen. Die KI ist dümmer, geht's nicht. Die Grafik wiederholt sich permanent. Und der Sound ist auch bestenfalls mittelmäßig. Cool, Leute, spart euch das Spiel. Das könnt ihr euch sparen, muss man nicht spielen. Wenn ihr andere Meinung seid, bitte rein in die Kommentare, aber das kann man sich echt sparen. Puh. Es ist einfach unfertig. Es ist wirklich, es wirkt so, als hätten sie einfach aufgehört, bei dem ersten Viertel des Programms aufzuhören zu programmieren. Genauso fühlt sich's an. Schade. Hätte vielleicht Potenzial gehabt, aber das ist einfach unfertig. Es ist unfertig. Was soll ich sagen? Es ist unfertig. Ich fasse es einfach nicht.
Ah, okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bei einem besseren Game. Da unten könnt ihr abonnieren, dann bekommt ihr jeden Tag ein NES-Game in euer Postfach, egal wie gut oder schlecht es ist. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Ich habe nämlich schon viel gezockt. Und über einen Daumen hoch, da freue ich mich natürlich auch. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Ciao, ciao.